Sie ist nach Hessen gekommen, um ihre AfD-Freunde zu unterstützen. Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag. Hessen und Bayern, die letzten beiden Parlamente in Deutschland ohne die AfD. Das soll sich nach den beiden Wahlen im Oktober geändert haben. Wir werden das 15. und das 16. Landesparlament erreichen. Wir werden die rot-rot-grüne Mehrheit, die es auch im Land noch gibt, brechen. Und wir werden das Signal senden, dass jetzt bürgerliche Mehrheiten rechts der Mitte wieder möglich sind, wenn denn die CDU nicht so links wäre. Große Unterstützung von der Bundesebene, das freut den hessischen Spitzenkandidaten. Viel Zuversicht beim Wahlkampfauftakt. Dieses Mal will die AfD es ins Parlament schaffen. Wir sind ja vor 5 Jahren in Hessen als erster Landesverband angetreten. Ich selbst war damals auch Kandidat. Und wir sind ja knapp gescheitert an der 5%-Hürde. Und das ist für uns jetzt natürlich nach 5 Jahren wesentlich einfacher. Wiesbaden knapp 3 Stunden vorher. Auf dem Bahnhofsvorplatz protestieren rund 1600 Menschen gegen die AfD und ihren Wahlkampfauftakt. Eingeladen hat dazu ein überparteiliches Bündnis. Auch AfD-Landessprecher Robert Lambrou hat sich unter die Demonstranten gemischt, um mit ihnen zu diskutieren, wie er sagt. Ich bin auch hier, um zuzuhören und mit den Leuten zu reden, die mit mir reden wollen. Ich habe nicht den Anspruch, dass niemand mit Ihnen reden. Wir wollen, ja, wenn bitte, Sie nicht mit uns reden wollen, dann lassen Sie es. Ich möchte Sie bitten, dass Sie können die Demonstration verlassen. Das Gespräch suchen, er mache das schon seit Jahren, sagt Lambrou. Hier aber sind er und seine Parteifreunde nicht willkommen. Es ist eine Pseudoform von Dialogsuche, weil Dialog heißt ja auch die Bereitschaft, auf andere Argumente einzugehen und bereit sein, seine Meinung zu ändern. Und das ist definitiv nicht der Fall. Das ist in meinen Augen einfach reine Provokation. Das ist einfach eine Suche nach Bildern, eine Suche nach Effekthascherei und eine Suche danach, Bilder zu schaffen, die einem selbst die Opferrolle zuschanzen möchten. Gegen die AfD auf die Straße gehen, sie so in den Fokus stellen. Im Vorfeld gab es Diskussionen, ob diese Protestform richtig ist. Die meisten finden ja. Ich finde, die AfD gibt immer einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Und wir müssen einfach das Problem lösen, dass es ein großes Ungleichgewicht in der Welt gibt. Für die AfD sind solche Proteste längst zur Routine geworden. Ihren Wahlkampfauftakt lässt sich die Partei so nicht stören. Ihr gehe es darum, dass jeder in Deutschland wieder seine Meinung sagen dürfe, ohne dafür angefeindet zu werden. Die sind der Meinung, dass wir unsere nicht mal darstellen dürften. Das ist nicht demokratisch, aber es ist ihr demokratisches Recht, das zu sagen. Dafür treten wir ein, wir unterstützen das. Dass man frei seine Meinung äußern kann. Ich glaube, das, was wir brauchen in diesem Land, ist die Bereitschaft, wieder andere Meinungen auszuhalten. Bis zur Wahl im Oktober setzt die AfD voll auf die Karte Bundesprominenz. Bei fast allen großen Veranstaltungen sind auch Politiker aus Berlin zu Gast.